Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wird ein ganz spezielles Video. Denn morgen ist Ramadan und ich werde fasten. Und ich werde euch so lange mitnehmen, wie ich faste. Ich habe natürlich vor, einen ganzen Monat lang durchzuhalten. Es kann aber gut sein, dass es auch nicht so lange durchgezogen wird von mir. Es werden sich jetzt bestimmt viele fragen, ob ich Muslimin bin oder wenn ich es nicht bin, warum ich faste. Und so weiter und so fort. Und deswegen werde ich euch kurz diese wichtigsten Fragen beantworten, damit die einfach gleich geklärt sind und nicht 100-mal in den Kommentaren gefragt wird, warum dass ich faste. Also, erstens, ich glaube, die wichtigste Frage. Nein, ich bin keine Muslimin. Warum ich faste? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich möchte da eigentlich auch nicht so viel dazu sagen, weil es halt auch sehr persönlich ist, finde ich, sowas jemanden zu fragen. Ich will jetzt das auch nicht so erklären, damit das alle irgendwie falsch verstehen. In erster Linie natürlich mache ich es aus dem Grund, weil mein Freund Muslim ist und ich irgendwann mal mit ihm eben zusammen leben möchte und das so für uns beide dann am schönsten ist, ne? Egal, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auf jeden Fall, ja. Ja, heute ist aber noch Donnerstag, heute ist noch kein Fastentag. Ich wollte euch einfach hier schon mal das Intro drehen, weil ich diese Nacht eben um, weiß gar nicht, ungefähr 3, halb 4 aufstehen muss. Oder ist das schon später? Ich habe die Zeit noch nicht angeguckt. Also andere würden jetzt da essen und beten, aber ich bete nicht. Ich esse einfach und ja, gehe dann wieder schlafen und dann wird den ganzen Tag gefastet. Bis ungefähr, glaube ich, 8:30. Die erste Woche ist noch relativ okay, so um 8:30, 9 und dann am Ende wird es dann bestimmt 9:30 oder so. Aber ich werde euch auf jeden Fall einfach jeden Tag mitnehmen und deswegen wird es jetzt auch mehr Vlogs geben. Und diese Vlogs werden immer so, ich würde mal sagen, so 4, 5 Tage Abschnitte folgen. Und schreibt doch mal in die Kommentare rein, ob ich es durchziehen werde oder nicht. Würde mich echt interessieren, was ihr denkt. Leute, ich bin fix und fertig. Man sieht es vielleicht, ne? Auf jeden Fall, ja, muss ich mir gerade überlegen, was ich mir zu essen machen möchte, wenn ich in der Nacht aufstehe. Ihr müsst wissen, ich bin ein Mensch, ich kann nicht so gut aufstehen. Also in der Nacht nicht. So, warte mal kurz. Ich muss gucken, wann muss ich eigentlich aufstehen? Ich weiß gar nicht. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Ich glaube, ich frage einfach meinen Freund, weil ich vertraue dem Internet sowieso nicht. Naja, auf jeden Fall. Wollte ich einfach damit sagen, ich bin ein Mensch, ich kann nicht so gut aufstehen in der Nacht. Ihr müsst wissen, das letzte Jahr habe ich das genau einmal gemacht. Und die anderen Male habe ich einfach durchgepennt, weil ich kann das nicht. Ich habe nicht durchgepennt. Ich habe den Wecker um irgendwie 3:30 war das gestellt. Dann habe ich ein Glas Wasser getrunken und habe dann weitergepennt. Weil, wie gesagt, ich kann das einfach nicht. Weil wenn ich mal aufstehe, dann kann ich nachher nicht mehr einpennen. So, Leute, es ist jetzt 12:30. Ich werde das Essen mit nach oben nehmen. Oh, weil ich gar keinen Bock habe, in der Nacht aufzustehen. Guten Morgen zusammen. Ja, ein kurzes Fazit zu der Nacht. Ich bin aufgestanden um 4 Uhr. Ich habe versucht zu essen, aber ihr müsst wissen, mir war einfach so schlecht. Und ich habe irgendwie nur einen Löffel genommen und ich hätte am liebsten einfach auf den Boden gekotzt. Ansonsten, ja, ich meine, es ist okay. Ich habe jetzt halt noch nichts getrunken und so gegessen, ne? Er geht ja auch immer so einkaufen, so richtig mit Trainerhose und einfach irgendwas. Leute, nicht mehr lustig, ne? Mein Kreislauf ist gewesen. Ich bin richtig am Zittern und das Problem ist, wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, ne, scheißegal, aber ich muss noch arbeiten und ich kann mich null konzentrieren, also gar nicht und ich muss auch noch reiten gehen. Aber ich kann nicht, Leute. Ich wollte eigentlich reiten gehen, aber ich muss jetzt irgendwie eine Alternative finden. Also ich muss mein Pferd bewegen. Das Ding ist ja, ich weiß, ne, Sport ist halt schon nicht so gut im Ramadan, ne, aber was soll ich denn machen? Also, ja, was soll ich machen? Ich muss das Bett bewegen und ja, ich gehe jetzt los. Ich habe mir vorhin aber auch noch ein paar Sachen eingekauft. Und zwar möchte ich mir heute Avocado-Pesto machen. Dann habe ich mir ganz viel so Nudelzeug gekauft. Eine Fertigpizza. Dann habe ich hier, ey, so geil. Ich muss euch das kurz zeigen. Es ist so voll, dieser Kühlschrank. Und zwar habe ich mir hier solche vegane Chicken Nuggets gekauft. Und dann hier noch so ein veganer Burger. Ich liebe den, der ist so gut. Also werde ich mir auf jeden Fall noch einen Burger machen. Habe ich auch noch so Snacks gekauft für nach dem Essen, weil ich brauche unbedingt Zucker. Ich bin so ein Mensch, wirklich, wenn ich so wenig Zucker habe, fange ich eben immer an so zu zittern. Und ja, man darf ja auch nicht zu viel essen. Eigentlich habe ich auch mal gehört, weil sonst alles durcheinander. Aber ich werde also eben nur die Pesto essen und ja, ich habe so kalt, ne? Oh, das ist so komisch. Egal, der erste Tag ist immer schlimm, ne? Wir werden das schon durchstehen. Boah, Leute, ne? Ich bin jetzt gerade früh nach Hause gekommen, habe geduscht und ja, ich war reiten, wie gesagt. Ich habe einfach so Hunger. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach essen.
Ich bin einfach am Essen. Und meine Eltern haben hier, sie sind gerade was am Backen. Also sie backen halt so Brot für später und es riecht so gut. Wisst ihr, wenn das Essen jetzt hier nicht in meiner Nase wäre, wäre es ja nicht mal so schlimm, ne? Aber dieser Geruch von diesem Brot und dann sehe ich da überall Essen. Oh mein Gott. Oh, es ist so Kopfsache. Es ist wirklich kranke Kopfsache, also echt. Hey, diese Zeit geht einfach nicht vorbei, Leute. Ich drehe durch. Ich schwöre, sie geht nicht vorbei. Normalerweise, ne, gehen diese Tage immer so schnell vorbei, aber heute... Alter, ich kann nicht mehr. Ich habe so Hunger. So, Leute, ich bin gerade am Kochen. Ich mache mir hier gerade Spaghetti und hier habe ich die Avocado-Pesto. Und ich habe so, so Hunger, Leute. So, Leute, jetzt wird gegessen und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, ne? Anders. Ich filme ganz kurz mit dem Handy, weil meine Kamera ist vorne und ich habe keinen Bock aufzustehen, weil ich bin hier am Gernen. Fakt ist übrigens nicht, meine Eltern sind draußen am Essen. Also die haben schon gegessen, natürlich, aber die sind draußen am Grillen. Deswegen bin ich hier drin allein. Dummes, blödes, behämmertes Kind, habe 36, also 2 Minuten bevor ich Fasten brechen konnte, habe ich eine Spaghetti probiert, ob sie genug durch ist. Ja, nervt mich jetzt echt, aber ja. Naja, was soll ich machen? Es ist jetzt einfach so. Es ist jetzt ein bisschen blöd. Nervt mich schon, weil, ey, wegen 2 Minuten, Leute. Ja, guten Morgen, Freunde. Also, guten Morgen. Wir haben jetzt 12:30. Ja, 12:40. Ich bin eigentlich schon lange wach, aber ich wollte einfach nicht aus dem Bett, weil, ja, was willst du machen? Ganz ehrlich, also, ich weiß nicht, es ist so komisch, weil ihr müsst wissen, letztes Jahr, als ich gefastet habe, war es überhaupt nicht schlimm für mich. Und da konntest du ja sogar erst um 9:30 essen. Also, ein Tag war schon heftig, aber die anderen Tage, vor allem die ersten zwei, ich habe gar nichts gemerkt. Aber, ey, dieses Jahr, ich weiß nicht, ne, aber für mich ist dieses Jahr so schlimm. Ich weiß nicht warum. Und ich bin letztes Jahr sogar arbeiten gegangen und es hat mir nichts ausgemacht. Und jetzt, wo ich den ganzen Tag nur zu Hause rumliege, ich komme gar nicht klar. Also irgendwie, ich weiß nicht. Es ist, dieses Jahr ist irgendwie nicht mein Jahr. Ich glaube einfach auch, es macht es halt einfach auch so schwierig für mich, weil halt meine Familie nicht mitfastet. Und ich weiß nicht, dann bist du immer so alleine. Und es war zwar erst der erste Abend, aber egal, ich will nicht wieder rumheulen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Also ich werde auf jeden Fall noch nicht aufgeben. Ich habe auch nicht vor, aufzugeben, aber es ist schon hart, wenn man so alleine ist. Aber ja, ich werde heute Pepperoni gefüllt mit Hackfleisch und Reis machen. Und ja, ich gehe jetzt mal runter und mal schauen, was meine Eltern so machen. Aber wenn die halt trinken und essen neben mir, dann... Ich kann das nicht. Dann gehe ich wieder hoch. Oh Mann, ich habe so Lust, was zu essen, Leute. Ich sehe dich, ich gehe gleich automatisch in die Küche. Ich weiß nicht, warum es so schwierig ist. Ich glaube, ich weiß, warum es so schwierig ist für mich. Es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, Leute. Ich bekomme meine Tage. Ich bekomme sie echt. Und habe ich immer mega Hunger. Leute, natürlich, das macht jetzt auch Sinn. Ich schwöre, das ist deswegen. Ich habe jetzt schon so harte Cravings für den Abend, dass ich mir jetzt schon alles bereitgelegt habe, was ich dann am Abendessen machen werde. Deutsch ist auch gewesen. Ich bin jetzt hier gerade im Sims Game draußen in unserem Garten. So, Leute, wir haben jetzt 7:30 und ich bin gerade am Essen machen. Ich habe jetzt gelernt von meinem Vater, ne, dass man das ja so hacken muss, die Zwiebeln. Und ich bin richtig stolz auf mich. Ich hab's langsam im Griff. Ey, liebt ihr diesen Geruch auch so sehr, wenn ihr so Olivenöl mit Zwiebel und so anbratet? Boah, Leute, es riecht so geil. Ich schwör's euch. Und ich rieche schon das Hackfleisch mit dem hier zusammen. Es gibt schon richtig diesen Geruch, den es nachher haben wird im Backofen, Leute. Oh mein Gott. So, die Dinger sind jetzt im Ofen. Ich bin echt gespannt, wie das wird, ne? Leute, ich krieg's einfach nicht hin, ne? Ich habe jetzt schon wieder probiert beim Kochen, aber ich weiß nicht. Es ist halt einfach... Oh Mann, ich bin so dumm. Ich hab halt probiert, ob es genug gesalzen ist. Und nehme ich so einen Löffel, nur ganz wenig zwar, nehme ich so. Und später nehme ich nochmal ein, aber es ist mir auch erst jetzt in den Sinn gekommen, dass ich es gemacht habe. Ey, ich weiß auch nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Wenn ich koche, dann muss ich einfach probieren. Ich weiß nicht, es ist halt... Ich weiß nicht, wie ihr das macht im Ramadan, aber dann... Vor allem, ich habe keine Ahnung vom Kochen. Ich bin da wirklich Anfängerin, deswegen ich muss probieren, weil sonst schmeckt das bestimmt wie Scheiße. Guten Morgen, Leute. Ja, und diese Nacht war ein bisschen ein Fail, weil ich habe vergessen, um 4 Uhr den Wecker zu stellen. Ja, und habe auch durchgepennt. Ja, wir haben jetzt 12 Uhr. Ich bin seit 2 Stunden wach. Ich konnte nicht länger pennen. Ich weiß nicht, was ich heute den ganzen Tag machen soll. So, Leute, ich habe mir jetzt schon überlegt, was ich mir heute Abend für Essen mache, weil ich habe ja nichts Besseres zu tun. Und ich werde mir so Burger machen mit Pommes und Guacamole. Ich habe mega Bock drauf. Und dann hier eben dieses vegane Fleisch, das ich euch gezeigt habe. Ich kann echt kaum abwarten zu essen. Ich freue mich so krass drauf, wenn ich endlich essen kann. Und was ist das hier? Ein Blutergus. Keine Ahnung, was ich das habe.
So, jetzt wird ein bisschen Germany's Next Topmodel geguckt und wir haben jetzt 18 Uhr und noch 2 Stunden. Meine Eltern essen jetzt und ich kann nicht mehr, es riecht so noch essen. Wenn ich noch 50 Minuten, dann kann ich auch essen, aber es geht noch so lange. So, ich kann jetzt endlich essen. So sieht das Ganze aus. Mein Essen. Morgen, Leute. Also, naja, wir haben jetzt Mittag. Ich habe jetzt gearbeitet und mache jetzt gerade also Mittagspause. Ich esse ja eh nichts. Aber ja, bis jetzt geht's mit der Konzentration. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt vor allem nur Meetings hatte und da konnte ich halt reden. Also, da musste ich mich jetzt nicht krass anstrengen und mir was überlegen. Ich bin mir jetzt schon wieder am Überlegen, was ich heute Abend essen werde, weil ich habe einfach so Hunger die ganze Zeit, dass ich immer daran denke, was ich essen könnte. Und das ist einfach so schlimm, ne? Ich bin sie gerade am Abchecken, was ich essen könnte heute. Und ich glaube, ich mache mir hier diese veganen Chicken Nuggets. Und ich glaube, ich mache mir einen Gurkensalat dazu. Dann habe ich so ein bisschen was Frisches, weil ich habe ja die letzten paar Tage jetzt nicht so viel Wasser zu mir genommen. Und dann denke ich, reicht das? Und mache mir noch eine Cocktailsoße dazu. Und dann denke ich, schmeckt das delicious? Er weiß eigentlich ganz genau, dass ich nicht auf den Tisch darf, ne? Aber was machst du hier auf dem Tisch? Hä? Bin jetzt hier gerade am Arbeiten, Leute. Und das ist meine Arbeit. Ich muss so Design-Sachen machen, ne? So zum Tool, wo man dann hier so Icons hat und dann kann man die so einfügen und ja, vielleicht, ja, damit ihr wissen wisst, was ich machen muss. Das sind so Prototypen, die man bauen kann. Ja, vielleicht interessiert es ja einige von euch. Mein Beruf ist sehr interessant, genau. So, jetzt habe ich das allererste Mal auch Kopfschmerzen heute. Ich muss sagen, es wird immer schlimmer. Und jetzt fehlt es noch 4 und ich kann einfach nicht mehr arbeiten. Ich mache einen Kühlschrank auf, ne, weil ich Hunger habe. Automatisch. Ja, ich sehe auch richtig durch aus, ne? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke schon, also ich muss jetzt auf jeden Fall aufhören zu arbeiten. Ich kann nicht mehr. Also meine Konzentration war zwar heute ehrlich gesagt ganz okay. Es war echt nicht schlimm. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Es ging, aber ich denke, wäre heute der erste Tag gewesen, wäre es gar nicht gegangen, weil am Freitag ging es ja auch kaum. Ja, aber ich habe einfach immer so kalt, weil ich halt so unterernährt bin, denke ich jetzt mal. Es liegt an dem, deswegen bin ich so kalt. Leute, ich habe so Kopfschmerzen. So, ich mache jetzt vegane Chicken Nuggets mit Gurkensalat. Und ja, ich bin gerade im FaceTime, ich bin auch im Kochen. So, Leute, wir haben jetzt gerade 11:30 circa. Und ja, ich habe jetzt vorhin gerade Omeletten mit Schokolade und Rahmen gegessen. Es war sehr lecker. Ich werde jetzt noch ein bisschen Netflixen hier unten im Wohnzimmer, weil ich möchte eben in einer Stunde noch mal was essen. Und wenn ich im Bett oben bin, dann komme ich nicht hin, wieder aufzustehen. Ne? Deswegen chill ich jetzt hier unten noch eine Stunde ungefähr. Dann gehe ich ins Bett. Ich werde zwar morgen Tomate sein, aber ja. Guten Morgen. Ich weiß nicht, was ich heute essen soll. Ich habe so Angst, dass ich bald meine Tage bekomme. Ne? Wenn ich die Tage bekomme, muss ich das Ganze abbrechen. Habe alles für nichts. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht recht, wenn ich die bekomme. Eigentlich sollte ich sie seit 6 Tagen haben. Sie sind seit 6 Tagen zu spät. Na Leute, warum bin ich so? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt einfach, ich habe einfach nichts anderes in meinem Kopf außer Essen. Und wenn ich so was sehe, dreh ich durch. Sagt ihr das, wenn euch das Wasser im Mund zusammenläuft? Das ist bei mir jetzt gerade so, ne? Also, boy.